Neben mir steht hier auch auf dem R&V Versicherungsgelände Herr Glodek und Sie sind der Nachhaltigkeitsbeauftragte. Was macht man als Nachhaltigkeitsbeauftragter der R&V Versicherung? Ja, genau. Seit 6 Jahren bin ich der Nachhaltigkeitsbeauftragte der R&V Versicherung. Ich bin auch der Erste, den es davon gibt. Okay. Im Nachhaltigkeitskontext ist ja das Problem, dass wir Menschen deutlich über unsere Verhältnisse leben in den letzten Jahren. Das heißt, die Ressourcen, die für ein Jahr zur Verfügung stehen, die haben wir auf der Erde schon im August aufgebraucht. Und danach leben wir auf Kosten der zukünftigen Generationen. Der Zustand ist so eigentlich nicht tragbar und wir müssen den ändern. Da sind alle gefragt, auch Unternehmen. Und mein Job ist es jetzt hier eben zu gucken, wie kann die R&V dazu beitragen, dass wir diese Schraube wieder in die richtige Richtung drehen. Jetzt stehen wir ja nicht ganz zufällig an einer Ladestation. Also das Thema E-Mobilität gehört eben dann auch in diesen Nachhaltigkeitssektor quasi rein. Genau, also dass wir an modernen Mobilitätsformen interessiert sind, haben Sie ja eben schon auf der Rundfahrt mit meinem Chef gesehen. Wir wollen unsere Mitarbeiter ermuntern, diese neue Mobilitätsform zu verwenden. Und dazu sollen diese Ladesäulen dienen, dass wir sagen, daran soll es nicht scheitern. Wenn jemand hier dabei ist und Elektromobilität jetzt schon nutzen will, damit das Klima schon... Das heißt, ihr spendiert den Strom. Genau so ist es, ja. Was kann denn so ein Versicherer wie die R&V-Versicherung, was kann die denn noch an nachhaltigen Themen machen? Gibt es zum Beispiel nachhaltige Kapitalanlagen? Also die Bandbreite ist groß. Das ist auch das Interessante an meinem Job. Es geht um den fair gehandelten Kaffee an unseren Kaffeeautomaten. Auch das nicht unerheblich. Wir trinken hier in Wiesbaden oder vertrinken 8 Tonnen Kaffeebohnen im Jahr. Nur die R&V? Hm? Echt? Ja, ja. Habt ihr das nachgerechnet, ja? Mhm. Und bis hin eben zu der Frage, wie legen wir denn das Geld unserer Kunden an? Das sind inzwischen über 100 Milliarden Euro, die wir hier haben. Damit kann man viel Gutes, aber auch viel Schlechtes anstreben. Sagen Sie mal ein Beispiel für eine nachhaltige Anlage. Also wir achten in unserer Kapitalanlage jetzt auf soziale und Umweltaspekte. Also wir haben die Hersteller und Händler von kontroversen Waffensystemen, die haben wir ausgeschlossen von unserer Kapitalanlage. Ja. Wir spekulieren nicht mit Agrarrohstoffen, was ja auch so ein Thema war, was in den letzten Jahren durch die Presse ging. Und wir haben ausgeschlossen Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes mit Kohle machen. Okay. Was eben auch ja letztendlich für den Klimawandel keine Zukunft mehr hat. Okay, also da macht ihr im Prinzip Nachhaltigkeit per Ausschlussprinzip, kann genau. man sagen. Ja. Ja. So ein Versicherer arbeitet ja auch mit Unmengen von Papier. Habt ihr da auch irgendwie Bestrebungen, das nachhaltig zu gestalten? Ist so. Also wenn man vom Inhalt mal absieht, besteht unser Produkt ja letztendlich aus nichts anderem als Papier. Und ein Versicherer in unserer Größenordnung, da kann ich sagen, wir schicken jedes Jahr 140 Millionen Blätter an unsere Kunden raus, Wahnsinn. An Papier. Zusätzlich verkopieren wir intern noch 30 Millionen Blätter. Wenn man das mal umrechnet, sind das ungefähr 3500 Bäume, die wir pro Jahr verbrauchen in Papier. Das ist natürlich schon eine Menge. Also wir versuchen möglichst den Papierverbrauch zu reduzieren. Da hilft auch die Digitalisierung natürlich mit. Der andere Punkt ist, dass wir Recyclingpapier zunehmend einsetzen. Inzwischen bei 70%. Mhm. Die komplette Kundenkorrespondenz ist eigentlich schon auf Recyclingpapier. Und so eben versuchen, da einen guten Umweltbeitrag zu leisten. Wenn ich richtig informiert bin, waren wir einer der ersten in Deutschland, die eine Geothermieanlage in ein Bürohaus überhaupt eingebaut haben. Das ist so, dass da circa 50 Sonden bis zu 130 Meter tief ins Erdreich runtergehen und wir da einen Wasserkreislauf haben. Da unten ist die Temperatur sehr konstant, sodass wir eben im Sommer mit diesem Wasser das Gebäude kühlen können und im Winter eben die Heizung unterstützen können. Wir haben also keine Klimaanlage drin im Sommer und im Winter unterstützt es die Heizung. Wir können ungefähr den CO2-Ausstoß durch diese Geothermieanlage im Vergleich zu einer Ölheizung um bis zu zwei Drittel senken. Herzlichen Dank, Herr Glodek, und alles Gute weiterhin für die Nachhaltigkeit von R&V. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.